Herzlich willkommen, 18:18 im RobTV. Heute, großer Wunsch von euch gewesen, wie geht's mit der Baustelle in Wehlen weiter? Das schöne Haus, also noch nie, am Hang in der Sächsischen Schweiz mit Blick über die Elbe, allen drum und dran. Machen wir's weiter oder blasen wir's gänzlich ab? Alle Infos heute im Video. Viel Spaß. Heute mit dem aktuellen Stand, wie gesagt, vom Ferienhaus in Wehlen. Ihr könnt euch erinnern, wir haben da wilde Videos zu gemacht. Kriegt man gar nicht mit, dass hier die Tür dahinter ist. Hintergrund war ja gewesen, mehr oder weniger, dass mir das so zugeflogen ist. Ich, ohne lange darüber nachzudenken, gesagt habe, da will ich unbedingt was bauen. Ende vom Lied, das Ganze ist jetzt 2 Jahre. Nee, das ist länger her. Doch, ist es, weil ich habe den Kredit vor 2 Jahren dafür abgeschlossen. Also seit 2 Jahren habe ich eine Finanzierung auf das Objekt. Ich habe Bauplanung für das Objekt. Also wissen, ob man das so sehen kann mit der Terrasse und die Form quasi so schräg, alles verglast, damit man wirklich, das war ja mein Wunsch, dass man aus dieser Ferienimmobilie diesen geilen Blick über die Elbe hat, über die Sächsische Schweiz hat. Das ist auch wirklich ein tolles Projekt. Meine aktuellen Gedanken dazu sind aber tatsächlich, das Objekt abzublasen. Warum? Relativ einfach. Ich habe eine Liste gemacht mit Dingen, die mich eigentlich in letzter Zeit nerven. Da waren viele Projekte drauf, Müglitzer-Straße, glaube ich, wisst ihr alle Bescheid, auch das Haus Marlies, was ja das Projekt zwar von meiner Frau ist, aber wo ich ja doch involviert bin, ob ich das will oder nie. Wir es auch gemeinsam natürlich betreiben wollen, wo wir natürlich viele kleine Herausforderungen haben, sei es Wasser. Wo geht das Wasser hin? Wo kommt's her? Da muss man irgendwann eine Mauer wegreißen, noch einen Graben machen, dann stimmt der Anschluss nie eine Baugenehmigung, dann brauchen wir die Änderung, da Änderung, dann müssen wir gucken, dass was alles mit der KfW klappt. Also es ist viel, viel, viel Aufwand und ich muss ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt rumjammern will, weil ich das wirklich nie gerne mache, aber mein Kopf ist einfach voll. Und ich vor kurzem, ja, wie eine Art Schnapsidee hatte und gesagt hatte, ey, warum tust du das an? Wird dieses Projekt 100% ohne Komplikation funktionieren? Natürlich nie. Und das ist auch ganz normal, das heißt nicht, dass es nie geil ist, es wird definitiv geil sein, aber für mich gerade einfach zu viel. Wir haben die Moritzstraße, die Denkmalvilla gekauft, auch dort wollen wir was draus machen und ich denke, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal auch was wegzulassen, ist ganz gut. Jetzt ist es so, ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe ja schon einen Kredit für das Projekt und eine fertige Planung, egal ob das die ist oder die ist. Oder die ist, oder die ist. Also wir haben verschiedene Varianten, die möglich sind, wofür man auch eine Baugenehmigung dort bekommt, quasi von der Größe her. Alle mit der gleichen Intention, ein Tiny House zu bauen, so um die 90 Quadratmeter. Vielleicht kriegt man mit 1,5 Etagen auch knapp über 100 Quadratmeter hin. Mit Blick, wie gesagt, alles ganz toll. Aber meine Schnapsidee, zu der wollte ich eigentlich kommen, war jetzt folgende gewesen. Wenn ich den Aufwand nicht möchte, es ist so, ich habe das Grundstück aus der eigenen Tasche, aus dem Eigenkapital bezahlt, ist also lastenfrei. Die Finanzierung steht bereit für das Bauprojekt und hatte die Idee, die Immobilienpreise sind ja durch den steigenden Zins gefallen. Also habe ich gesagt, wie wäre es denn jetzt, zu meiner Bankerin gesagt, wenn ich jetzt eine Immobilie bringe, ungefähr in dem Wert von dem, was ich für das Haus geplant habe, könnte ich die Sicherheit tauschen. Hat sie gesagt, hey, na klar, ist uns eigentlich sogar lieber. Bedeutet, meine Idee jetzt ist quasi eine Immobilie oder 2 kleine Apartments, was auch immer zu nehmen, in die Finanzierung zu packen, habe also den günstigen Einkaufspreis von heute, aber noch den günstigen Zins von vor 2 Jahren, bringe das zusammen, habe dann in einer guten Lage ein Cashflow-Objekt im Bestand, definitiv kein Ärger, das Ding läuft einfach durch, nehme das Grundstück mit der fertigen Planung, vielleicht sogar mit fertiger Baugenehmigung und verkaufe das Ganze an jemanden, der nie 10 Projekte parallel hat wie ich, sondern vielleicht nur dieses eine und das wirklich mit Leib und Seele zu Ende bringt. Bedeutet, für alle, die wissen wollen, wie es weitergeht, wahrscheinlich an der Stelle gar nicht. Und ein Angebot an euch an der Stelle, wenn jemand Interesse hat, in der Sächsischen Schweiz mit einem geilen Blick ein Baugrundstück zu erwerben mit einer fertigen Planung. Ich lege euch gerne die Kosten offen, ich will nichts verdienen daran. Ich gebe das so, wie ich es eingekauft habe, auch wieder raus. Einfach nur mit der Bedingung, dass ich es trotzdem mit euch gemeinsam verfolgen darf. Nur, dass ich keine grauen Haare kriege, sondern du. Also wenn du Bock hast auf sowas umzusetzen und sagst, ich bin grundsätzlich finanzierbar, das wäre was ich mir vorstellen kann, dann meldet euch gerne bei mir, schreibt mir bei Instagram oder auf immodrop.de einfach eine Nachricht ganz kurz, dann melde ich mich bei euch und schicke euch gerne ein paar Eckdaten dazu. Und würdet gerne, wenn es jemand von euch kauft, ich werde es natürlich auch dem einen oder anderen noch so anbieten, aber dann gerne das Projekt trotzdem per YouTube verfolgen, was ihr draus macht, aus den Ideen, die ich da hatte. Das ist so der Stand. Viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein tolles Projekt, aber man muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, was nicht zu machen.
auch wenn das schwerfällt, ich habe es gerade Tobi schon im Auto gesagt, auch ein Mehrfamilienhaus, was ich eigentlich so gut wie angekauft habe, werde ich eventuell nun doch wieder absagen, weil es doch ein paar Baustellen mehr gibt als ursprünglich kalkuliert. Und manchmal muss auch der Bauch passen. Und wenn du sagst, hey, wird mir gerade zu viel, dann vielleicht das eine mal mitnehmen und lieber mehr Energie in die anderen Projekte stecken, die schon da sind, weil wir haben natürlich auch viele Sachen, wo man beispielsweise im Neubauprojekt in der Bauphase stecken, die nächsten 2 Jahre definitiv immer vor Ort sein müssen. Und da ist es mir jetzt, wie gesagt, einfach zu viel. Und ich nehme den positiven Nebeneffekt mit, dass ich mir quasi mit der Immobilie einen günstigen Zins gesichert habe für 2 Jahre. Also wenn mal wieder eine Niedrigzinsphase kommt, einfach ganz viele Projekte planen, die Kredite schon abrufen bei der Bank oder beziehungsweise schon sichern, könnte ein Geschäftsmodell sein. Also an der Stelle, guck mal einfach mal, was draus wird. Wie gesagt, wer Interesse hat, Feriengrundstück in der Sächsischen Schweiz. Nur, dass ihr ein Gefühl habt, wir reden mit Bauplanung irgendwo um die 35.000 Euro. Also wer sagt, ja, da habe ich Interesse dran, ein bisschen Eigenkapital und würde da gern was draus machen, meldet euch bei mir, dann gebe ich es gerne und wirklich guter Dinge auch weiter. In diesem Sinne erstmal danke fürs Zugucken und bis bald. Ahoi.